Hallöchen ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Eva und ich möchte euch heute meine Neuzugänge vorstellen. Und zwar ist dieser ganze Stapel an Büchern bei mir in diesen zwei Monaten eingezogen, im April und im Mai. Ich weiß, der Mai ist noch nicht ganz zu Ende, aber ich habe mir vorgenommen, wirklich keine weiteren Bücher mehr im Mai bei mir einziehen zu lassen. Es sind schon zu viele. Das meiste von dem, was neu bei mir eingezogen ist, ist tatsächlich während meines Stuttgart-Trips bei mir eingezogen. Kurzer Hinweis, aus Stuttgart gibt es übrigens auch noch einen Vlog. Allerdings hänge ich ein bisschen mit dem Material hinterher. Ich habe nämlich pro Vlog 2 Stunden Material und der Schnitt ist ein bisschen aufwendiger als gedacht. Deswegen gibt es erst dieses Neuzugänge-Video. Bevor ich jetzt allerdings zu den Büchern komme, die ich in Stuttgart gekauft habe, erstmal das, was per Post bei mir angekommen ist. Und zwar ist das dieses wunderschöne Buch. Das ist Die Legenden der besonderen Kinder von Ransom Riggs. Ransom Riggs hat Die Insel der besonderen Kinder geschrieben. Das ist ja auch verfilmt worden und das ist die Trilogie, die ich als Hörbuch gehört habe. Und jetzt gibt es halt dieses wunderschöne Exemplar, was noch angelehnt ist an diese Trilogie. Die Rückkehr in die Welt der besonderen Kinder. Die Geschichte der ersten Imbrin und der Entstehung der Zeitschleifen. Die Sage vom Mädchen, dessen beste Freundin seine tote Schwester ist. Oder das Märchen vom Wald der besonderen Tiere. Jedes besondere Kind kennt die berühmten Erzählungen, die über Generationen in aller Welt gesammelt wurden. Nun liegen die faszinierenden Legenden der besonderen Kinder endlich auch in schriftlicher Form vor. Und in der Trilogie, Die Insel der besonderen Kinder, wurde so häufig auf dieses Buch verwiesen. Und jetzt haben wir quasi so eine hübsche kleine Schmuckausgabe. Jetzt muss ich mal kurz diesen To-Do-Listenzettel hier rausnehmen. Ist das nicht schön? Die Insel der besonderen Kinder? Es ist so hübsch einfach. Hier vorne geht das schon so los. Und dann haben wir hier noch so ein schmuckes Vorwort. Also ich bin wirklich... Ich bin verliebt jetzt schon auf jeden Fall in die Aufmachung und ja, die edlen Kannibalen, direkt das erste. Ich glaube, dass die Legenden der besonderen Kinder ein wirklich schönes Buch für zwischendurch ist, dass man einfach mal so ein paar Legenden lesen kann. Und gleichzeitig, um wieder in diese Geschichte abzutauchen, in die Abenteuer der besonderen Kinder. Und ich freue mich so doll über dieses Buch und werde es hoffentlich bald lesen können, weil es sieht jetzt schon so toll aus. Das nächste Buch ist tatsächlich ein Buch aus einem Self-Publishing-Verlag und ist spontan bei mir eingezogen, weil ich irgendwie gerade eine Pferdephase habe, beziehungsweise eine Phase für Pferdebücher und höre auch ganz viele Hörbücher aus dem Pferdebereich gerade. Und da ist mir bei Amazon dieses schöne Buch begegnet. Jumping Heart, Never Give Up von Chloe Jackson. Und es ist schon so ein schönes Cover. Wir haben einmal ein Pferd und da drin haben wir ein Liebespärchen. Also schon allein das Cover ist ein Traum. Also, ne, ich weiß auch nicht. Also das Cover finde ich schon richtig, richtig schön. Das Buch hat übrigens 365 Seiten, aber mit einer wunderbaren Schrift. Was würdest du tun, wenn dein Freund und Mentor bei einem Reitunfall stirbt und dir das Pferd vererbt, das daran schuld ist? Was tust du, wenn deinem größten Konkurrenten jedes Mittel recht ist, um dieses Pferd zu bekommen? Und was machst du, wenn du dich ausgerechnet in ihn verliebst? Ein gefühlvoller und spannender Roman, in dem sich zwei Feinde zwischen Liebe und dem Erfolg im Profisport entscheiden müssen. Und gerade weil ich jetzt auch wieder so in den Anfängen vom Reitsport bin und so, also in den wirklichen Anfängen, in den Kinderschuhen quasi noch, interessiert mich das tatsächlich auch sehr und einfach mal gucken, was passiert so quasi. Ist ein Self-Publishing-Buch. Hier steht Band 1, also ich denke mal, da wird noch ein bisschen was mehr davon kommen. Habe es tatsächlich empfohlen bekommen auch und da konnte ich dann spontan einfach nicht Nein sagen.
Ich habe auf die ersten Seiten schon reingelesen und würde eigentlich am liebsten direkt gerne dabei bleiben, aber erstmal muss was anderes gelesen werden. Und damit sind wir auch schon bei den Büchern, die ich aus Stuttgart mitgebracht habe. Wir sind im Witwer gewesen, ganz spontan. Wenn man schon mal in Stuttgart ist und mit Buchbloggern unterwegs ist, kann man auch ganz spontan in den Witwer gehen. Und zwar habe ich gerade zwei Autorinnen auf dem Schirm, von denen ich mehr Bücher haben möchte. Das ist einmal Adriana Popescu, nachdem ich Mein Sommer auf dem Mond von ihr gelesen habe, wo immer noch meine Rezension aussteht. Und einmal Anne Freitag. Von Anne Freitag habe ich bisher noch gar kein Buch gelesen. Deswegen ist sie mir gleich mit zwei Büchern ins Auge gesprungen. Aber wir gehen mal der Reihe nach. Als erstes, weil es mir jetzt schon so häufig empfohlen worden ist und ich bisher nur Gutes davon gehört habe, Nicht weg und nicht da. Das ist, glaube ich, ja, ihr aktuellstes Buch. Das ist jetzt gerade 2018 erschienen und ich habe bisher so, so, so viel Gutes davon gehört. Und ich glaube, es ist ja sogar Maddys neuer Lieblingsroman. Maddys neuer Lieblingsroman, ja doch, ist richtig. Den Anfang kannst du nicht ändern, das Ende schon. Nach dem Tod ihres Bruders macht Luisa einen radikalen Schnitt. Sie trennt sich von ihrem mausgrauen Ich und ihren Haaren. Übrig bleiben 3 Millimeter und eine Mauer, hinter die niemand zu blicken vermag. Als Jacob und sie sich begegnen, ist er sofort fasziniert von ihr. Doch Luisa hält Abstand, bis sie an ihrem 16. Geburtstag eine E-Mail von ihrem toten Bruder bekommt, die erste von vielen. Mit diesen Nachrichten aus der Zwischenwelt und Jacob an ihrer Seite gelingt es Luisa, inmitten dieser aufwühlenden wie traurigen Zeit des glitzernden Lebens wiederzufinden. Na, das einzige Problem, was ich mit diesem Buch haben könnte, ist tatsächlich, dass die Protagonistin 16 Jahre alt ist. Man will es nicht meinen, bis vor einiger Zeit habe ich noch ganz, ganz viele Bücher mit 16-jährigen Protagonisten gelesen und mittlerweile denke ich mir so, könnte das ein Problem werden. Aber ich bin auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gespannt und freue mich so darauf, endlich ein Buch von Anne Freitag zu lesen. Das ist übrigens im Heine Verlag erschienen und das Hardcover kostet 16 Euro. Ich habe es gerade schon angekündigt, ich habe nicht nur dieses eine Buch von Anne Freitag bei mir einziehen lassen, sondern noch ein zweites. Mein bester letzter Sommer. Ich muss gestehen, dieses Buch, ich habe den Klappentext gelesen und spontan war so, jo, das wird meins, das lese ich bald, das möchte ich jetzt haben, sofort. Ist übrigens ebenfalls aus dem Heine Verlag und ich glaube, das wird tatsächlich mein erstes Buch von Anne Freitag. Und jetzt lese ich euch auch vor und vielleicht wisst ihr dann warum. Du kannst dir nicht aussuchen, wann du die große Liebe triffst. Tessa hat immer gewartet auf den perfekten Moment, den perfekten Jungen, den perfekten Kuss. Weil sie dachte, sie hätte noch Zeit. Doch die hat sie nicht. Tessa wird sterben und das schon sehr bald. Sie ist fassungslos, wütend und verzweifelt, bis sie Oscar trifft. Einen Jungen, der sie und ihre Fassade durchschaut, der keine Angst vor ihrem Geheimnis hat, der ihr zur Seite steht. Er überrascht Tessa mit einem großartigen Plan und schenkt ihr einen letzten Sommer. Einen Sommer, in dem Zeit keine Rolle spielt und Gefühle alles sind. Mau! Ich bin ja tatsächlich auch so, dieses Zeit ist eigentlich so, 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 so kostbar. Das ist so ein wertvolles Gut und das vergessen wir leider eigentlich immer wieder. Und das ist jetzt gerade etwas, was hier angepasst wird, denn irgendwann läuft die Zeit ab, irgendwann ist die Zeit vorbei und ich konnte an diesem Buch einfach nicht vorbeigehen, es musste mit. Ist übrigens auch aus dem Heine Verlag und es hat so ein schönes Cover und gerade mit den Kopfhörern hier unten gefällt mir das so toll. Und am liebsten packe ich das jetzt gerade gleich mal direkt aus und fange heute noch an zu lesen, obwohl ich eigentlich noch ein Buch gerade lese. Das ist allerdings aus dem Fantasy-Bereich, vielleicht kann ich parallel lesen. Weil ich glaube, das hier ist ein unbedingtes Muss, ein absolutes Must-Read für mich. Und ja, ich will es bald lesen. Bisher habe ich ja tatsächlich von Adriana und von Anne Freitag immer nur Gutes gehört. Und ich liebe die beiden Autoren. Ich kenne die persönlich mittlerweile. Von Adriana habe ich ja mittlerweile ein Buch gelesen, Mein Sommer auf dem Mond. Und jetzt will ich Mein bester letzter Sommer von Anne Freitag auch bald anfangen. Und ich freue mich schon ganz, 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 ganz doll. So, ein Buch gibt es noch, das ebenfalls während Stuttgart bei mir eingezogen ist. Und zwar war ich gerade etwas auf dem Kids-Trip, nachdem ich an Freitag bei mir habe einziehen lassen. Geht's weiter mit
Aaron Watt, When It's Real, wahre Liebe überwindet alles. Aaron Watt ist die Autorin von der Paper-Trilogie, beziehungsweise ich habe herausgefunden, es ist mittlerweile keine Trilogie mehr. Es gibt einen Band 3,5, es gibt einen Band 4 und es soll bald ein Band 5 erscheinen und ich bin tatsächlich am Überlegen, ob ich mir die auch noch zulegen werde. Denn die erste Trilogie, die ersten drei Bände, fand ich richtig, richtig gut. Danach hört man allerdings so ein bisschen Kritik. Deswegen hatte ich sie mir erstmal nicht zugelegt. Jetzt habe ich hier allerdings eine neue Reihe von ihr. Zumindest ist es erstmal ein erster Band. Ob da noch mehr hinterherkommt, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Und Klappentext hat gesagt, nehme ich mal mit. Ein normales Mädchen, ein weltberühmter Popstar. Ist es Liebe oder Lüge? Stell dir vor, der attraktivste Popstar aller Zeiten steht plötzlich vor deiner Tür und bietet dir Geld, damit du für die Presse seine Freundin spielst. Viel Geld, das du dringend brauchen kannst, um deinen jüngeren Geschwistern das College zu bezahlen. Eigentlich solltest du nicht zögern, doch leider ist der weltberühmte Sänger der arroganteste Typ, der dir je begegnet ist. Und leider will sein Manager, dass du für den Job dein Leben komplett aufgibst. Ein ganzes Jahr lang soll sich alles nur um Glitzer, Glamour und Gerüchte drehen, mit dir im Rampenlicht. Wie würdest du dich entscheiden? Für die Lüge oder die Liebe? Es ist theoretisch eine Situation, die kaum einem von uns passieren wird. So war das auch schon in ihrer ersten Trilogie. Es ist eher unwahrscheinlich, dass du auf einmal in so ein reiches Leben, Glamour-Leben reinstolperst. Aber bereits bei ihrer ersten Trilogie haben wir ja auch gemerkt, dass da ein bisschen mehr hintersteckt, als man im ersten Moment glauben will, beziehungsweise dass sie halt da so ein bisschen mehr reinpackt. Und deswegen bin ich eigentlich ganz zuversichtlich, dass mir dieses Buch gefallen wird. Vor allem, weil ich gerade sowieso so ein bisschen Kitsch angehaucht bin und ein bisschen Romantik, ein bisschen Liebe, ein bisschen Drama kann gar nicht so schaden im Moment. Deswegen musste das Buch einfach mal mit. So, gerade bei Aaron Watt. Wenn ihr weiter die Paper-Reihe gelesen habt, könnt ihr mir sagen, wie die ist? Hat euch die gefallen? Schreibt mir das gerne einfach mal in die Kommentare. Und welche Bücher habt ihr noch von Anne Freitag und auch von Adriana Popescu gelesen? Schreibt mir das auch einfach gerne mal rein. Wie gesagt, ich kenne bisher nur Mein Sommer auf dem Mond. Und ich möchte jetzt Mein bester letzter Sommer weiterlesen. Das wird, glaube ich, gleich meine nächste Lektüre. Ich bin schon so aufgeregt deswegen. Aber ja, letztendlich sind diese 5 Bücher während Mai und April bei mir eingezogen. Ich hoffe, es im Mai jetzt nicht noch welche dazukommen. Es ist mein Geburtstagsmonat, deswegen kann ich nichts versprechen, aber ich hoffe einfach mal, dass nichts mehr dazukommt. Ansonsten kommt es einfach in das nächste Video. Und bei Instagram könnt ihr sowieso immer schon früher sehen, was bei mir eingezogen ist. Und genau. Deswegen war das jetzt erstmal mein neues Neuzugänge-Video und ich hoffe, es hat euch ganz doll gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und dann sehen wir uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bye, bye!